12 Alben, über 200 Songs, Features wie Bushido, Raf Camora, Busy Montana, Nazar, Babasat und viele, viele mehr. Und trotz etlicher Chartplatzierungen in seiner gesamten Laufbahn hat es Chakuza noch nie geschafft, über dem dritten Platz zu landen. Korrigiert mich, falls ich das irgendwie falsch recherchiert habe, weil selbst ich wundere mich da ein bisschen. Kaum ein anderer Rapper machte mehr Stilwechsel durch, was uns gleichzeitig auch extrem viele Meisterwerke verschafft hat, aber es gleichzeitig auch für ihn schwerer machte, um konstant oder sogar progressiv Erfolg zu haben. So, meine Meinung zu Chakuza: ich finde seine Stimme absolut einzigartig und der Kerl hat mich von 2007 bis heute eigentlich immer wieder begleitet mit seinen Songs, was mich definitiv auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin, weil ich meine, das ist nun mal die Zeit gewesen, in der ich groß geworden bin. Als Mensch, und da werden mir wahrscheinlich extrem viele zustimmen, ist er sowas von sympathisch und in manchen seiner Songs konnte man diesen Schmerz förmlich spüren, den er in den schlechten Phasen seines Lebens durchmachte. Und Musik eigentlich die einzige Zuflucht war, die er wirklich hatte dann. Ich rede hier von Songs wie Krieg im Kopf. Ich fang wieder an zu fallen. Mit der Fresse in die Scheiße, sie ist tief wie ein Loch. Off. Irgendwann hat es echt mal aufgehört, weh zu tun. Und jetzt mach ich trotzdem den nächsten verdammten Liebessong gecheckt. PS, ich liebe dich. Ich schreibe einen Brief, wenn endlich alles wieder friedlich ist. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. PS, ich liebe dich. Diese eine. Soll ich weinen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht mit mir. Nur wenn ich schreibe, kann ich frei sein, aber reicht mir das Papier. Wozu? Der ganze Dreck hat sich in meinem Schädel festgefahren. Es ist hart an sie zu denken, weil sie meine Besten waren. Und ich sagte es früher schon einmal, als ich so knapp vor einem Jahr, würde ich jetzt einfach mal schätzen, meine Lieblings-Top-10-Liste von allgemeinen Rap-Songs und auch von deepen Rap-Songs vorstellte. Und der eine dieser Listen anführte mit dem Song Schwarzer Mann, wo man sich einfach immer wieder denkt, wenn man diesen Song hört, wie sehr muss man durch die Scheiße gegangen sein, wie viel Schmerz muss man ausgehalten haben, was für eine krass depressive Phase muss man gehabt haben, um so ein Meisterwerk rauszurotzen. Ich kann's nicht fassen, was passiert ist an den Tagen, an denen ich spiele, leg ich die Arme um mein Mädchen und ich schlaf ganz nah bei ihr. Ich bin müde, aber fühle, dass ich schlafen nie mehr kann. Da steht ein riesen schwarzer Mann an meinem Bett und sieht mich an. Und ich frage ihn, Mann, bist du wegen mir? Hier ist das richtig und vielleicht gehe ich ab hier mit dir spazieren, aber er spricht nicht. Unter den meisten seiner Videos kann man heute auf YouTube lesen, dass ständig irgendwelche Kommentare kommen, wo die Leute geschrieben haben, hey, ich möchte unbedingt diesen Unter der Sonne Chakuza zurück, den City Cobra Chakuza, den aggressiven Spitter oder den ruhigen Chakuza aus Magnolia oder Exit. Wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, hat er so viele Facetten durchgemacht, dass es einfach unmöglich ist heutzutage, noch jeden zu begeistern und zu überzeugen. So, dass er wahrscheinlich auch heute wieder zum Release seines neuen Albums Suchen und Zerstören 3 unter enormen Druck steht. Ich selbst erwarte tatsächlich nichts von diesem Album, aber ich wünsche mir einen glücklichen Chakuza, einen Chakuza, der einfach gute Musik macht, Musik, die zu ihm passt, auch in seinen Augen, und dass hoffentlich auf diesem Album Rap vorhanden ist, der mal wieder nahe geht und sich nicht zu diesem abgestumpften Mainstream-Rap gesellt, den man heutzutage einfach nur noch hört. Vorab muss man erstmal sagen, dass ich in einem meiner letzten Musik der Woche angesprochen habe, dass viel zu viele Lieder schon auf YouTube hochgeladen wurden. Das waren ja, glaube ich, 6 oder 7 Lieder und sogar schon manche Videos davon rausgehauen. Was ich ziemlich viel fand für ein durchschnittliches, so habe ich es damals bezeichnet. Also was heißt damals? Ist jetzt ein Oreal, ne? Das für ein durchschnittliches Rap-Album, was so 10 bis 15 Songs irgendwo hat, das wahrscheinlich ein bisschen zu viel ist. Jetzt ziehe ich mir das hier rein und sehe einfach mal 28 Songs, 1 Stunde 27 Laufzeit. Alter. Erster Song, Intro. Das ist das Scheiß-Intro zu diesem Scheiß-Suchen und Zerstören 3. Wenn's dir nicht gefällt, musst du den Scheiß ja auch nicht hören. Du scheiß-korrektes Hemd, tragendes Block, schreibendes Etwas. Ich bin Gott und du nur Dreck, du bist ein Opfer, ich bin Rapper. Okay, also im Intro wird schon deutlich, in welche Richtung das Album gehen könnte. Wenn das so bleibt, muss ich gleich sagen, ist nicht meine Lieblingsrichtung. Der Spitter-Chakuza, der so stumpf aggressives Zeug bringt, ist jetzt nicht mein Favorit unter den Ganzen. Aber wenn das Ganze lyrisch gut umgesetzt ist und die Beats ballern, dann habe ich da auch nichts dagegen. Wir spielen Schere, Stein, Papier am Block. Nur du und Icke. Wer gewinnt, der kriegt das Model. Der Verlierer bumst die Dicke. So, den Anfang fand ich schon mal witzig. Also, auch wenn es eine dieser stumpfsinnigen Beleidigungen war. Aber es war mega witzig umgesetzt. Und der Beat gefällt mir auch schon mal, meine Freunde.
statt einem Lutscher meine Faust aufs Maul, dann blutet dieser. Bin nur für die Waldorfschule Zauberer und Voodoo-Priester. Egal ob ihr geredet oder Spaß gemacht habt, ich zerlege euch Tape-Güsse, Motherfucker. Okay, bei dem Song möchte ich mir jetzt mal erstmal sparen, was dazu zu sagen, weil wenn es noch in die Richtung gehen sollte, dass mehr von diesem Stuff kommt, dann würde ich das einfach gesammelt zum Schluss mal ansprechen. Ich weiß nicht, wo der Weg ist, bin ziemlich erledigt. Schweigendlich still, aber innerlich geh ich. Ich habe kein Herz, fühlt sich an wie ein Dynamo. Ich renn hin und her, sag nur Tschüss und nicht Hallo. Ich feier dieses Hallo, wie der das immer sagt. Das hat man schon in so vielen Songs, hat man dieses Hallo gehört. Das spezifische Shakusa-Hallo. Alles ist im Arsch, das ist die Diagnose. Marke der Jeans, Party verdient, schlechte Raps haben, Bands am Fahren, erzähle mir nix, wer erzählt den Klicks, gar nix am Checken, Marionette. Chorus gefällt mir. Hebt sich deutlich ab vom eigentlich eher monotonen Song. Und falls ich das jetzt auch richtig gehört habe, war das so ein zaghafter Autotune-Versuch. Viel zu viele Effekte auf euren Vocals. Das klingt ja schon fast so wie Jennifer Lopez. Kann das Autotune-Gejaule nicht mehr hören. Kopiert doch mal was Neues. Geil, und genau das Thema wird aufgegriffen. Feier ich. Oh weia, ich werde jetzt nie wieder Fuß fassen können im Game. Ich rappe ohne zu nuscheln. Wow, man kann jede Silbe verstehen. Es passt einfach so gut, ey Leute. Es passt einfach so mega gut zu meiner letzten Reaktion, 15 Uhr. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch bitte an. Young Horn und danach direkt diese Stelle hier in diesem Video. Es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Muss ich nichts dazu sagen. So. Auch wenn Text jetzt relativ flach, Message finde ich aber mega gut von dem Ganzen. Und den Maxat habe ich, muss ich zugeben, vorher noch nicht gehört. Ist nicht übel. Sag auch Rambo ins Gesicht, verdammte Bitch, du bist bald tot. Denn wenn ich sage, dieses blaue Licht ist rot, Bro, dann ist das so. Giovanni Falcone, der Pate frisst die Patrone, Wichser. Denn ich bestell bei Joey's Pizza, Pizza, aber ohne Pizza. Nice, es steigert sich langsam, es steigert sich langsam. Der Text hat sich noch nicht viel verändert so, weil der Song an sich klingt stimmig. Bad Lieutenant, alle wollen hart Song, dann schlag schon mal Alarm auf der Gummelung. Bad Lieutenant, ihr rennt alle davon. Das ist kein Rap, das ist ein Bombardement. Chorus mit der Gitarre. Jetzt hängst du dir mir recht, du Motherfucker, und fang bloß nicht an zu flennen, denn das festigt den Charakter. Täglich bete ich zu Jesus drauf, sag danke, er hat mich mit 20 cm Penis ausgestattet. Hat jetzt erneut nicht so viel Tiefe, der Song. Und es ist halt einfach nicht mein Ding. Ist halt, wie ich schon gesagt habe, ist nicht der Jacuzza, den ich am liebsten höre. Aber er schafft es ja trotzdem in dem einen oder anderen Song. Wir hatten ja jetzt schon ein paar und da sind ja noch einige vor uns. Wo es mir nicht so auffällt, wenn mir der Text nicht so krass gefällt, weil es sonst an sich in allen anderen Aspekten des Songs nicht schlecht ist, so. Komm in die Ghetto, komm, reiß mal was raus jetzt. Ich überlege dich und deine Freunde ekelhaft den Arsch zu bumsen. Dann dachte ich, die Männer, wir regeln das wie Aschenputtel. Schlechte gibt und Tauben und die Besseren ins Töpfchen. Ein Festessen für Tauben, es gibt kaum Rapper mit Töpfchen. Oh, der Beat ist pervers. Der Beat ist pervers. Vicky, Mike und Chuck, keine Reinkarnation. Ich sag's auf Griechisch, Motherfucker, anus Penetration. Du erzählst mir ohne Ende, was ein Rapper so abkassiert. Ich wette, dass am Ende aus dem Benz bloß ein Fahrrad wird. Ja, Text ist jetzt auch wieder, naja. Es klingt einfach mega nice, Mann. Oh, ist das ein Klavier mit der Wunsch? Ich baue mir statt nem Haus einen goldenen Palast. Du machst statt sagst, ich hab nen Knallmann, aber Bronze in der Palast. Doch wenn Comedy-Ghetto, Comedy-Ghetto. Comedy-Ghetto, Comedy-Ghetto, Ghetto. Ah, Chorus ist relativ schwach. Aber diesen Song könnte man sich unter Umständen auch zweimal ins Arschloch gönnen. Der nächste Song ist leider der einzige mit Busy Montana. Busy Montana gehört zu meinen absoluten Lieblingsrappern. Ich kann es nicht erwarten, diesen Song abzuspielen, meine Freunde. Oh, jetzt, komm, Baby. Komm, Baby. Busy! Yeah. Du armer Bastard, packst den Fiat, aber ich fliege am Hangar. Deine Frau wird im Bioladen vom Kiasam schwanger. Hab noch nie Jacuzza Autotune gehört, ey. Das klingt ja so geil. Nimm mich vom King of Queens. Komm, wo ist Busy? Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist er?
immer wieder Depri-Phase. Steckst du tief im Schnee, sie würden Yeti sagen. Jeden Tag mit Semi-Kata-Schränke und Pakete tragen. Boah, ich liebe sein Flow, Mann. Große Klappe, Pelikane, yeah. Dunkel um mich rum, statt bunten Blumen in Ikea-Vasen. Ey, über Busy kann man nicht meckern. Mega guter Einsatz. Und das ist genau der Busy, den ich am meisten feier. Macht es abends Ding-Dong an der Tür. Du denkst, du wirst von deinem Affen namens King Kong entführt. Du hast voll ein mieses, asoziales, komisches Gesicht. Ja, nicer Beat. Mehr gibt's auch da leider nicht zu sagen für mich. Alles easy. Babassat, das nächste Mega-Feature. Weg mit der Kassette, wir sind Batman oder Metal Man. Die Schwester von Old Shatterhand nennt mich den Western Sexy Man. Das klingt schon geil. 60 Jahre alte Oma Jackie Chan schenkt mir dann Promi-Status, den Masachi-Bonus, Happy End. So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird es interessant. Die Kugel im Fliegen. Zart passt gut auf diesen Beat, das weiß ich jetzt schon. Seit Tagreis verdiene ich nur durch Drogen mein Brot. Ich seh Rapper auf die Straße gehen, Observation von der Drogenpolice. Babas hat Geldwäscherei durch Album-Release. Flug dich, ich schieß, denn ich such und zerstör. Diese zwei sind Veteran, du kannst nicht zu uns gehören. Geil, einfach geil. Ey, dieser Song wird so übertrieben von mir abgefeiert. Der kommt sofort in meine Spotify-Playlist. Oh mein Gott, ey, was war das denn für ein kranker Einstieg in diesen Song? Babassat, Mann, ey. Ey, ich weiß jetzt gar nicht, wann nächstes Album geplant ist, ob überhaupt ein nächstes Album geplant ist. Momentan habe ich nichts auf meiner Notizliste. Ich hoffe, dass von dem auch mal wieder was Neues kommt. Ey. Freunde, eine Frage, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Natürlich ein Caterpillar, ihr Fotzen, Alter. Wenn so ein scheiß Caterpillar aufs Klo muss. Echt jetzt? Dann kackt er eine Banane aus Blei, Bruder. Drei Chinesen und voller Chuck sitzen auf der Straße und verkaufen dir was, Bruder. Du mieser Bastard hast etwas vergessen, den weißen Schnee ziehen und dein Gelbe nicht essen. Hast größtenteils Haare am Kopf, wie es scheint für die Flöhe. Ein Obdachlosen ein. Mann, ey, wirklich. Ja, okay, ich hab das Konzept verstanden. Suchen und Zerstören, ich meine, der Name sagt's ja auch schon. Und wir wissen auch von Suchen und Zerstören 1 und 2. Es sind halt, ist halt schon auf die Richtung ausgelegt, dass man alles von jedem zerstört halt, ne? So, aber Mann, das ist so ein Elfmeter, dieser Song, dieser Beat, diese Melodie, diese Stimmung, da muss man doch mitgehen, da kann man doch nicht gegen an, also ihr könnt das anders sehen als ich, ne, aber ich persönlich finde, dass man da so viel mehr draus hätte machen können. Ey, ich hab direkt so innere Gänsehaut schon gehabt. Ich hab mir gedacht, so, wenn er jetzt alles richtig macht und dann kommen hier so 3-4 abgedroschene Naja-Witze so. Ich feiere es einfach nicht, wenn nicht mal wenigstens ein oder zwei Songs besonders sein können. Der Alles Easy mit Babassat, der war genau die gleiche Richtung wie alles andere auch so, aber der zum Beispiel hat wirklich zerstört. Man kann da nicht auf so ein, Mann, man hätte da mehr draus machen können. Sorry. Ist auch schon wieder so ein Megabeat, wo ich mir so viel vorstellen könnte gerade. Was redest du so dämlich? Ich wollte eben hin ins Land ziehen. Ein Punch auf deine Zähne, du kannst Fetis in deinem Reiz spielen. Ich kotze bei dir Fotze, doch ich opfer dich mit Worten. Keine Sorgen, morgen kommt die Morgenpost, doch Postmortem. Du willst Stress, dann gut, ich presse dir meine Nudel in den Mund und bumse. Ja, das Ding ist halt, ich verstehe halt auch nicht, warum man manchmal auch den Erfolg quasi vermeiden will, sozusagen. So. Wie ich schon gesagt habe, solche Elfmeter zu verschenken teilweise. So, man kann da wirklich ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Fühlt sich an, als würde das Universum auf mich Sterne schmeißen. Wütend oder einfach traurig, nein, scheiße, es ist herzzerreißend. Dann gibt es Stress, entweder er oder ich. Ich nehme mein Gewehr. Und er schieße dich. Ihr verliert den Kampf, ich hab euch alle im Visier. Und ohne Waffe mache ich mich erstmal selbst kaputt. Doch mit Waffe mache ich die ganze Welt kaputt. Suchen und zerstören. Es geht doch, das meine ich. Genau das meine ich. Allen und jedem ein weiteres vielversprechendes Feature mit Marc Reis aka Sprachtod. Das habe ich schon über YouTube so ein ganz kleines bisschen angehört und fand das hier, diese Piano-Geschichte, oh. Meine Mom nannte Chuck den Bastard trotzdem noch Liebling. Deine Mom nannte dich miesen Motherfucker, nur Stiefkind. Wir haben allen und jedem alles gegeben, aber nun erwartet alle ein Beben. Oh, ich schwöre euch, wenn es dazu oder auch zu Alles Easy ein richtig gutes Video gäbe,
Und die letzten Videos, die waren halt nicht so pralle. Ich habe ja schon auf eins davon reagiert. Wenn das ich in den Trends landen würde, weiß ich auch nicht so. Komm schon, wo ist Mark Rice? Ich will Junge hören. Hat ein Leben, geht man hardcore entgegen. Kampf vor ja! Suchte den Aufstieg, keine Miete bezahlen. Geil. Wohnung, ich Junge! Uhr von Maurice und die Schlüssel von Audi. Will das oh. Geld in der Luft verbrennen. Oh. Stark, Jungs. Stark, Jungs. Was ein Track. Ich hab immer wieder schimmernde Bilder von mir, bis ich kapier, dass sie nicht existieren, und bringe sie zu Papier. Und so kann man diese Dinge, die man liebt, nicht mehr verlieren. Hab's geschrieben und fixiert, bin ich irgendwann nicht mehr hier. Um den Daumen war's ne Pusteblume, nur durch Schluss und ja! Aus. Ja! Genau das! Frust und Wut getauscht. Genau das! Egal, schlechten Wetter kommen die genau besseren das. Tage, wie weggeblasen, die Wetterfontäne, Schwesterchen umarme. Oh, was für ein schönes Gefühl der Genugtuung, wenn es dann so einen Song gibt. Ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt, aber ich habe genau sowas in diese Richtung jetzt gebraucht. Und ich fühle mich trotzdem frei. Sage Hollywood goodbye. Es war schön mit uns, goodbye. Goodbye für uns zwei, ist die Welt leider zu klein. Direkt danach noch so ein Song. Wenn du jetzt mit Alles ist ich noch so ein Ding hinlegst mit Tibo, dann ist das ein wundervoller Kontrast für dieses Album. Hab schon was kleiner gestritten, es wurde Streit zu Natur. Ja. Denn man hängt sich ständig rein und ja. Kriegt dann keine Belohnung. Ich hätte gern mal den Wagen vor einer Uni geparkt, aber lief auf der Straße rum wie von Hunden gejagt. Alter, ist das eine Violine? Oh. Keine Last, kein Ballast, da ist nichts. Wenn ich von der Klippe springen will, dann falle ich nicht. Ghetto dies, Ghetto das. Benz erfahren, Gras vertickt. Lila Scheine macht man, wenn man aus Blockstampen Blasen schickt. König der Stadt durch Social Media macht. Mit Breitling am Arm und dein Leben ist krass. Also ich muss sagen, wo die Musik noch ein bisschen lauter war und scheinbar ist er ja auch ein Teil des Chorus, falls ich das jetzt richtig gehört habe, war er ein bisschen zu flach und ein bisschen zu leise. Also Einstieg fand ich nicht so geil. Yeah. Bin wie du nicht gesegnet, das war trotzdem nie ein Grund, dass man einen asozialen Weg geht. Jeder wie er mag, auf den Nacken vom Staat. Ich geb wie ein Mann, lieber Ackern jeden Tag. Ist nicht der stärkste Debo, den ich bisher gehört habe, aber auf jeden Fall mega schön, mal wieder Debo zu hören. Ich zähl weder die Tage, zähl weder die Jahre. Ich geb einen Fick und ich scheiß drauf. Das Leben kann gar nicht, das ist eher eine Made. Ja, sie frisst aber ganz einfach die Zeit auf. Einkauf am Abend, ich schreib ein paar Lines auf. Du, deine Arme, eine Wand auf dem Scheißhaus. Ziehen in der Nase, sind gleich wieder nice drauf. Jeder Tag gleich, es ist leider ein Kreislauf. Ich bin müde und so fertig, aber merk nicht mal wie sehr. Wird genügen, wenn dem Herd nicht nur ne Fertigpizza wär. Es ist ein großes Hin und Her, nicht Ryanair oder mit Schiff. Es ist mehr so innen drin, ich hab mein Herz nicht mehr im Griff. Übrigens singen sie ein Liedchen zum Geburtstag für dich, der grad ekelig gefurzt hat unterm Tisch. Na gut, war ich. An einigen Stellen ganz witzig, auch nix Besonderes. Yeah. Und die Socken von Visions, ich jage Schopfer in einem Boxershorts im Store. Ich kick dich aus den Nikes und der Onkel Doktor. Ey, die Beats sind echt fett. Muss man echt nochmal an der Stelle betonen. Die Beats sind teilweise erste Sahne, ey. Wow. Ich bau dir einen verdammten Fiat Punto aus Ferrari, bist du. Ich wollte dich nicht bitten. Ihr habt doch wahnsinniges Elend gesehen. Doch steht da und betet für einen Mercedes AMG. Wir nähern uns den letzten Songs. Ich geh als Gast über die Grenze und grüß jeden per Handkuss. Und du Spaß kriegst auf die Fresse, wenn du mich bei Facebook anstupst. Kannst du nicht mehr sehen, all die Sachen, die man liebt. Alles, was mir dann blieb, ist maximal das Speed. Man ist ständig im Geschwindigkeitsrausch. Man hätte bremsen, es tritt nie einer drauf. Den Song habe ich gerade echt genossen. Der ist ziemlich weit vorn dabei in meiner Favoritenliste auf dem Album hier. Hört euch gleich einfach an, wie es anfängt, ne? Hört euch einfach an, wie dieses Lied anfängt. Geil. Aber Chorus von dem Ding finde ich unterirdisch. Ero, ich habe mal vor Freude früher tagelang gelacht, traf auf Teufel und Lügner und nun hasse ich, was ich mach. Achtung. Ich bin so nah am Ziel, aber kann es nicht sehen. Ein verdammt langer Weg.
Ich marschier und marschier wie ein Soldat der Armee. Bleib immer in Bewegung, ich geh, ich geh, ich geh. Auch wenn die Füße mir schon wehtun, ich geh. Ich geh, ich geh, ich geh. Ja, für mich hat der Chorus halt vieles kaputt gemacht. Spinnennetz, Donato. Das klingt geil. Wir waren als Kinder schon gefesselt von dem Ding mit Rap. Wir stecken nun für immer drinnen fest, Spinnennetz. Der verfickte Business Shit hat wieder Wind zerfetzt. Spinnennetz, ein zerrissenes. Das ist der beste Chorus des Albums. Ich finde, das passt so gut zusammen. Das ist so ein genialer Unterschied im Klangbild. Boah. Wir hören nur mal kurz rein, auch wenn ihr die Songs wahrscheinlich schon kennt und die ja schon eine Weile bekannt sind. Aber es passt auch echt gut zum Album, muss ich wirklich sagen. Ich werd dich wahnsinnig vermissen, du warst immer meine Frau. Aber nun muss ich halt ein kleines bisschen raus. Und darum muss ich gehen. Schatz, ich muss mich jetzt verpissen, wir haben viel zu viel gestritten. Und ich werde auch nichts mitnehmen. Ich lasse alles stehen. Kann man eigentlich nicht meckern. Jetzt kommt Fremder Stern. Oh, ich liebe diesen Song. Ich glaube, der ist für mich unerreichbar auf der 1. Und die anderen Plätze gehen wir gleich durch. Ich will echt mal wieder lächeln und versuch es. Doch denke ständig nur an Schlechtes und nichts Gutes. Besser, wenn man einem im Gedächtnis hängen bleibt. Leider sind Denkmäler für Menschen nur ein Denkfehler. Jetzt kommt ein saustarker Chorus. Diese Welt ist für mich echt ein fremder Stern. Ich sehe aus dem Fenster und bekenne sie nicht mehr. Alles verändert, kannst mir selbst nicht erklären. Die Welt ist ein seltsamer Stern. Nice. Und der Chorus klingt für mich auch so ein bisschen wie ein schreiender Adel Tawil. Ich habe mich leider jetzt nicht vorher informiert über diesen Song und auch bei einigen anderen hat man im Chorus immer im Hintergrund nochmal diese Stimme gehört. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Ja, leider schon der letzte Song, das Outro nach einem sehr interessanten Album, aber mein Fazit kommt erst danach. Ich steh wieder auf und lauf auf die Leiter. Auch wenn ich im Leben noch tausendmal scheiter. Ich lauf weiter, bis ich draußen bin und mich befreit hab. Ich geh, wohin ich gehen muss und die Wehmut wird vergehen. Denn es gibt nichts mehr zu regeln. Was geschehen ist, ist geschehen. Also Intro und Outro mit einer Länge von über 3 Minuten finde ich sehr stark. Meine abschließende Bewertung. Das war ein ziemlich langes Album. Deswegen versuche ich das jetzt mal kurz und knackig zu halten zum Schluss. Ich bin hin und her gerissen. Viele Songs, die ich nicht gefeiert habe oder wo ich einfach fand, man hätte ein bisschen mehr draus machen können, dann wäre es vielleicht sogar ein überragendes Album geworden. Aber auch viele Songs, die ich gefeiert habe. Ich würde fast sogar sagen, so 50-50. Die erste Hälfte des Albums sehr aggressiv, einen sehr düsteren Ton mit trotzdem durchgängig und das ganze Album hat durchgängig mega nice Beats am Start. Meine Songs, die ich persönlich am besten fand, waren das Feature mit Busy, das Feature mit Saad, das Feature mit Sprachton. Debo fand ich ein bisschen zu dünn, muss ich sagen. Kaleidoskop, Überraschung des Albums. Azulid war für mich eher die Enttäuschung des Albums. Fremder Stern, ja, für mich eigentlich der absolute Favorit auf dem Album. Ein Song, der auch in meiner Playlist hoch und runter läuft momentan. Ansonsten viele gute Ansätze, die gegen Ende hin des Songs immer viel versprochen hatten, aber nicht so viel eingehalten. So, nachdem ich jetzt einen halben Tag hier saß und auf Musik reagiert habe, da interessiert es mich tatsächlich jetzt auch noch viel, viel mehr als bei dieser Young Hoon Geschichte, die ich vorhin hochgeladen habe. Lasst unbedingt eure Meinung da. Sagt mir, welche Alben ihr als nächstes von mir reacted haben wollt. Ich glaube, das nächste, was jetzt kommt, müsste eigentlich schon Kontra K sein. Ansonsten bin ich natürlich nach wie vor für weitere Vorschläge offen. Ich bin müde, aber fühle, dass ich schlafen nie mehr kann. Da steht ein riesen schwarzer Mann an meinem Bett und zieht mich an. Und ich frage ihn, Mann, bist du wegen mir? Hier ist das richtig. Und vielleicht gehe ich ab hier mit dir spazieren, aber er spricht nicht. Ich bin müde, aber fühle, dass ich schlafen nie mehr kann. Da steht ein riesen schwarzer Mann an meinem Bett und sieht mich an. Und ich frage ihn, Mann, bist du wegen mir? Hier ist das richtig. Und vielleicht gehe ich ab hier mit dir spazieren, aber er spricht nicht.